Direkt hinter dem Neuzeller Klosterteich liegen die Schätze im Dunkeln verborgen. Unweit der Neuzeller Klosterbrauerei befindet sich das Himmlische Theater. Der Weg durch Neuzelle zum Museum führt sie entlang des Brauhausplatzes mit seinem Kopfsteinpflaster sowie der kleinen Allee, die jede Jahreszeit verschönert. Das Klosterportal mit seinem Schmuck sowie den Säulen bildet den geheimen Eingang zum Himmlischen Theater. Nachdem Sie das Klosterportal passiert haben, sehen Sie das Barockwunder von Neuzelle, das Kloster. Von innen und außen reichlich geschmückt, lädt es ein zur Messe. Direkt neben dem Kloster Neuzelle befindet sich der Eingang zu den Schätzen, die Neuzeller Passionsdarstellung vom Heiligen Grab, ein Museum für Brandenburg. Seit dem 21. März 2015 ist das Museum für das Publikum geöffnet. Erstmals seit über 150 Jahren sind beide Szenen Judaskuss und Kreuztragung nach ihrer Restaurierung für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Heilige Grab, in dem die Ausstellung auch zu bewundern ist, betreten Sie durch einen Weg in die Dunkelheit. Hierbei handelt es sich um ein eigens gebautes Museum unter dem Neuzeller Weinberg. Zu den bedeutendsten Kunstwerken aus der Ausstattung des Kloster Neuzelles gehören die Neuzeller Passionsdarstellungen. Europaweit gelten sie nach Umfang, Größe und künstlerischer Qualität als einzigartig. Abt Gabriel beauftragte 1751 den böhmischen Künstler Josef Felix Seyfried mit der durchdachten Konzeption der Neuzeller Passionsdarstellungen. Im 18. und 19. Jahrhundert wurde das monumentale Barocktheater in der Passionszeit in Neuzelle aufgebaut. 15 Szenen in 5 Bühnenbildern illustrieren mitreißend die biblischen Ereignisse von Leiden, Sterben und Aufstehen Jesu Christi. Das Himmlische Theater und seine Schätze zu erleben in Neuzelle.